Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht. Das Thema heißt Gegen meinen Willen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die gegen ihren Willen schon mal etwas tun mussten in ihrem Leben. Andere Leute haben euch zu etwas gezwungen. Wie geht es euch heute damit? Wie habt ihr das verarbeitet, dass andere Menschen euch zu etwas gezwungen haben, was eigentlich ganz entgegengesetzt dem war, was ihr denkt und was ihr fühlt? Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, von einem solchen Vorfall, von einer solchen Situation, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Maurizio. Ja, hallo. 16 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Maurizio. Was hast du gegen deinen Willen getan? Ja, eigentlich nicht so. Und zwar meine Eltern wollen nach Italien ziehen. Mhm. Und die wollen unbedingt, dass ich mitkomme. Und du willst nicht? Mhm. Mhm. Ich gehe davon aus, dass du hier in Deutschland aufgewachsen bist. Ja. Ja. Wie lange sind deine Eltern denn schon in Deutschland? 20 Jahre jetzt. 20 Jahre. Und woher kommen die Eltern? Aus Sizilien. Mhm. Warst du denn öfter schon unten zu Besuch? Und ja. Das schon? Mhm. Warum willst du nicht ganz mit nach unten ziehen? Ich weiß nicht, also ich bin hier gewöhnt, also zu leben. Na gut, aber du warst sicher unten und das ist sicher auch ganz toll. Es gibt Verwandte, Bekannte, es gibt tolles Wetter. Ja, das schon, aber ich weiß nicht. Mir gefällt es da unten irgendwie nicht. Klar, es ist hier deine Heimat, ne? Ja. So zum Urlaub machen ist es sicher sehr schön dort unten, aber zum sprichst du denn richtig aus, ganz ausführlich und ganz ordentlich Italienisch oder auch nicht? Ja. Das schon? Ja. Mhm. So, wann wollen deine Eltern umsiedeln, zurückziehen? Ja, jetzt im Januar. Im Januar schon? Ja. Ja, und wie wird's gehen? Du bist erst 16 Jahre alt. Willst du hier bleiben? Ja, klar müsste ich hier bleiben. Nee, willst du hier bleiben? Wirst du hier bleiben, meine ich? Hier in Deutschland? Mhm. Ja. Und wie geht das dann? Ich weiß es nicht. Na gut, aber wenn es im Januar jetzt schon ansteht, dann muss jetzt irgendein Plan geschmiedet werden. Entweder du kommst mit oder es muss irgendetwas eingeleitet werden, wie du hier leben kannst. Ja, ich habe auch schon zu meiner Mutter gesagt, entweder wenn ihr fährt, dann gehe ich ins Heim. Ja, aber es wird ja nur höchste Eisenbahn, wir haben jetzt bald Dezember, das zu organisieren, ne? Ja. Ja, und wie stellst du dir das vor? Ich meine, nur indem du sagst, ich will nicht, das reicht ja nicht aus. Ja, ich habe auch versucht mit meiner Mutter und mit meinem Vater, wir haben uns also hingesetzt, haben wir versucht zu reden. Ja. Ja, die haben gesagt, nein, du kommst auf jeden Fall mit. Waren die denn richtig sauer darauf, darüber, dass du keine Lust hast, mit nach Italien zu gehen? Ja, die waren sehr sauer. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, so eine Sache entscheidet man ja nicht so von heute auf morgen. Das wird doch wahrscheinlich schon sehr lange bei euch in der Familie thematisiert und diskutiert. Ja, schon seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Und du hast seit einem Jahr gesagt, nein, ich will hier in Deutschland bleiben. Mhm. So, aber bis heute, und der Umzug soll im Januar stattfinden, bis heute ist noch nichts geregelt, wie du eventuell hier bleiben könntest. Mhm. So, also ich habe alles versucht. Dann sehe ich aber ziemlich schwarz für dich, Maurizio. Mhm. Irgendwie. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja. Diese Möglichkeit, dass du vielleicht über das Jugendamt irgendwo eine Unterkunft findest, vielleicht in einer WG oder in einem Heim oder so, sind deine Eltern damit auch nicht einverstanden? Na, damit sind die erst recht nicht einverstanden. Die meinten auf jeden Fall, ich soll mit. Mhm. So, nun nehmen wir mal den bösen Fall an, dass nichts organisiert wird vorher. Ich vermute es beinahe. Ja. Dann musst du ja mit im Januar. Ja, ich muss. Und ich was weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe auch zu meiner Mutter, ich habe gesagt, auch wenn ich mitkomme, mit 18 gehe ich sowieso wieder hoch, also nach Deutschland. Was machst du? Bist du noch Schüler? Ja, ich bin noch Schüler. Das heißt, du musst jetzt mit 16 da noch in eine Schule gehen, um welchen Abschluss zu machen? Also Hauptschulabschluss. Ist ja auch alles super schwierig. Mhm. Ne? Dann, da ist das irgendwie schwieriger, die Schule. Ja, natürlich, sich da neu einzuleben und wahrscheinlich haben die ganz andere Lernvorschriften und weiß ich was alles.
Mensch, ich weiß nicht, was ich hier raten soll. Wenn du mit deinen Eltern so im Clinch liegst, hast du eigentlich noch Geschwister? Ja, einen größeren Bruder und eine größere Schwester. Und was machen die? Gehen die auch mit? Ja, die gehen auch mit. Die gehen auch mit. Nur du willst nicht. Mhm. Maurizio, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das so rechtlich ist. Mit 16, ob man da irgendwie drauf bestehen kann. Keine Ahnung. Ich wollte mich auch schon informieren. Ja? Aber dann hat das meine Mutter mitgekriegt. Ja. Wir machen mal Folgendes. Ich habe ein sehr, sehr gewieftes und beschlagenes Publikum hier. Ja. Ich bin fast sicher, dass der eine oder andere Bescheid weiß, welche Rechte du hast. Ob du als 16-Jähriger eigentlich sagen kannst, nein, ich will hierbleiben und wir machen das so und so. Ich bitte diejenigen, die darüber Bescheid wissen, uns doch bitte zu faxen und wir würden das an den Maurizio weitergeben, damit du das weißt. Ist das ein Angebot? Ja. Ja, ich sag die Faxnummer nochmal 0800 5678 110. Vielleicht klappt es ja. Hm? Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss. Und Domian? Ja. Ich wollte sagen, dass die Sendung super ist. Ich danke dir herzlich. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das Thema heißt gegen meinen Willen. Ich möchte mit Leuten reden, die gegen ihren Willen schon etwas gemacht haben, vielleicht etwas Gravierendes sogar gemacht haben, wofür ihr euch im Nachhinein schämt, wozu ihr nicht stehen könnt. Aber die Situation war irgendwie so, dass Leute auf euch Druck ausgeübt haben, so wie jetzt vielleicht im Fall von Maurizio, der nicht nach Italien will, aber die Eltern sagen, du musst, egal wie du fühlst. Also, ich möchte gerne mit Leuten reden, die gegen ihren Willen schon Dinge getan haben, für die sie sich eigentlich schämen oder die überhaupt nicht zu ihrem Leben und zu ihrem Denken passen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nicole, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nicole. Was hast du gegen deinen Willen gemacht? Ja, ich wurde vor 5 Jahren von meinem Opa sexuell misshandelt. Da warst du 13 Jahre alt. Ja. Ist das einmal passiert? Nein, das ging über ein ganzes Jahr lang. Von deinem eigenen Opa? Ja. Erzähl mal, wie das anfing. Also, ich war seit meinem 10. Lebensjahr im Heim. Mhm. Und dann bin ich am Wochenende nach Hause gekommen. Mhm. Und dann sind wir zu meinem Opa und Oma halt zu Besuch gefahren. Mhm. Ja, und also du warst bis zu deinem 10. Lebensjahr in einem Heim. Und also ab meinem 10. Lebensjahr. Ab deinem 10. Lebensjahr. Mhm. Ja. Mhm. Und mit 13 durfte ich das erste Mal wieder zu meinen Eltern zum Besuch halt. Ja. Und dann sind wir an dem Wochenende halt auch zu meinem Opa und Oma gefahren. Also auf Land. Ja. Und da war noch meine Tante da mit meiner Cousine. Ja. Also ich war dann draußen mit meiner Cousine am Spielen. Mhm. Ja, und dann kam halt mein Opa raus. Ja, komm mal mit, Nicole. Ich muss dir was in der Scheune zeigen. Mhm. Und da fing das halt an. Gleich quasi bei dem ersten Besuch. Ja. Beim ersten Besuch fing es an. Ja. Dann bist du, die kleine Nicole, die 13 Jahre alt war damals, ist mit dem Opa, nichts ahnend wahrscheinlich, guten Vertrauens in die Scheune gegangen. Ja. Was hat der Opa in der Scheune mit dir gemacht? Ja, er hat zu mir gesagt, ich soll mich da oben, also da waren Kisten in den Raum und ich sollte mich auf eine Kiste setzen. Mhm. So, und dann meinte er nur zu mir, also da fing er an, mich anzufassen, mhm, und hat mich auch halt geküsst und da meinte ich zu ihm, du, das gehört sich doch nicht. Er so, doch, ja, das gehört sich und das ist normal. Mhm. Jetzt stell dich auch nicht so an. Und, ja, das fing, also ja, dann hat er mich halt weiter angefasst. Mhm. Ist mir auch unter den Pullover gegangen und so. Mhm. Hat er dich auch ausgezogen dann ganz? Ja. Mhm. Was hat er dann noch gemacht? Hat er dich vergewaltigt? Ja. Schon beim ersten Mal. Du hast wahrscheinlich riesige Angst gehabt und hast dich irrsinnig geschämt auch währenddessen und danach vor allen Dingen auch. Ja, und vor allen Dingen, es war ja nicht nur das eine Mal. Also er hat, das ist ja unglaublich, wenn man sich das vorstellt.
Ja, da kommt das Enkelkind nach langer Zeit zum ersten Mal. Wie lange hattest du den eigentlich vorher nicht gesehen? 4 Jahre. 4 Jahre. 4 Jahre kommt das Enkelkind. Und dann nimmt er das Enkelkind mit in die Scheune. Und es kommt gleich beim ersten Mal wirklich zum Geschlechtsverkehr. Ja, vor allen Dingen, er hat zu mir gesagt, also es war nicht dieses eine Mal. Zum Beispiel, als ich das zweite Mal zu Besuch da war mit meinen Eltern. Ja. Die saßen dann mit meiner Oma in der Küche. Ja. Ich wollte dann Fernsehen gucken, bin ins Wohnzimmer gegangen und mein Opa kam hinterher. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, von wegen, ich will nicht und so. Mhm. Da hat er nur gesagt, jetzt stell dich nicht so an oder du kriegst von mir eine Naht, also eine Trachtprügel. Mhm. Und ich werde es deinen Eltern sagen und das willst du doch nicht. Mhm. Und so hat er dich erpresst, die ganze Zeit? Ja. Und so. Und so ging das ein ganzes Jahr über? Ja, und dann hatte ich einmal den Versuch gestartet bei meiner Mutter. Mhm. Hatte ihr das gesagt gehabt, von wegen, das, was mein Opa mit mir gemacht hat. Mhm. Das ist der Vater von meiner Mutter. Ja. Und dann hat sie mich nur angeguckt, hat mir eine Backpfeife gegeben und hat nur zu mir gesagt, du lügst, das ist nicht wahr, du lügst. Was dann ja noch schlimmer ist in all dem Leid, ne? Dass man dann so eine Reaktion von der Mutter erfährt, an die du dich ja hilfesuchend gewandt hast. Ja. Sag mal, Nicole, 13 Jahre alt, da ist man ja eigentlich noch ja, ein Kind und geht so über ins Jugendlichsein. Hast du nicht während dieser schrecklichen Vorgänge auch unglaubliche Schmerzen gehabt? Ja, ich hab bei mir die Schuld gesucht. Mhm. Ich habe mich auch nicht getraut, mit irgendjemandem darüber zu reden. Mhm. Mit niemandem. Ich meinte jetzt eigentlich so ganz rein körperlich. Wenn ich mir vorstelle, dass ein erwachsener Mann so ein Kind, so ein Mädel zum Geschlechtsverkehr zwingt, muss es doch sehr wehtun. Du warst doch ganz verkrampft wahrscheinlich. Ja. Es tat auch weh. Es tat höllisch weh. Mhm. Es war so, als ob zigtausend Nadeln in mir eindringen. Mhm. Es hat ein Jahr gedauert, dieses Grauen. Wie kam es dann, dass es vorbei war? Weil mein Opa gestorben ist. Mhm. Heute bist du 18 Jahre alt. Das ja. ist alles noch gar nicht so sehr lange her. Das hören wir ja auch, wie sehr dir das nahe geht. Und du weinst, wenn du nur daran denkst. Ich träume auch noch davon. Das glaube ich. Das glaube ich. Hast du danach nochmal versucht, deiner Mutter oder irgendjemand anderem das zu erzählen? Ja, ich war ja im Heim. Mhm. Und irgendwann halt hatte ich, also, weil ich hatte es im, also ich habe es reingefressen in mir. Ich habe niemanden an mich reingelassen. Mhm. Ich habe Mauern um mich gebaut. Ja. Es war hinterher sogar so schlimm, dass ich Aggressionsausbrüche hatte, ja. weil ich niemanden an mich rangelassen habe. Ja. Verständlicherweise, dass man so reagiert dann. Ja, und dann halt bei einem Jugendamtgespräch bin ich dann halt aus der Haut gefahren und habe es quer durch den ganzen Raum geschrien, weil es einfach nur so weh tat. Und zu dem Zeitpunkt hatte eine Patentante von mir das Sorgerecht, also auch eine Schwester von meiner Mutter. Und die war natürlich auch relativ geschockt. Hat die dir denn geglaubt? Nein, die glauben mir bis heute noch nicht. Die glauben dir bis heute nicht? Nein. Gibt es irgendjemanden, der dir heute glaubt? Hast du einen Vertrauten? Ich sag mal so, ich habe das bisher noch nie jemandem wieder weiterhin erzählt. Aber sag mal, die Situation da in dem Jugendamt, wo du das so rausgeschrien hast, ne? Ja. Sind denn da die Angestellten oder die Beamten nicht aufmerksam geworden und haben sich mit dir beschäftigt? Ja, die haben mich dann zu einer Beratungsstelle geschickt. Ja. Aber das hat auch nichts gebracht. Da hat dieser bei der Beratungsstelle, das war ein Mann. Zu dem konnte ich echt keinen Kontakt aufbauen, gar nichts. Da war kein Vertrauen oder konntest du nicht erzählen? Nein. Was ja Nicole umso toller finde ich und ich bedanke mich auch für das Vertrauen, dass du dich traust, hier anzurufen, es mir zu erzählen. Ich sag mal so, es ist heutzutage noch relativ schlimm. Ich sag mal, ich habe zwar jetzt einen Freund, ja, aber selbst da, ich sag mal, wenn, also okay, ich schlafe mit ihm, ja, bloß
Bloß wenn ich dann mal sage, nein, ich möchte nicht, dann fragt er mich natürlich auch, habe ich was falsch gemacht oder so. Da sage ich, nein, es liegt nicht an dir, es liegt an meiner Vergangenheit. Bloß ich habe es ihnen auch noch nie direkt gesagt, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Oder wobei ich finde, Nicole, wenn du deinen Freund sehr lieb hast und du das Gefühl hast, dein Freund hat dich auch sehr lieb, dann finde ich schon, dass du ihm das erzählen solltest, weil er dich dann viel besser versteht. Weil er weiß ja gar nicht, warum du so reagierst und vielleicht auch so abweisend bist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du, auch wenn du mit ihm schläfst, letztendlich gar keine Lust an der Sexualität hast. Ehrlich gesagt, ich empfinde Ekel. Auch das ist verständlich. Als dein Opa, dieses Wort klingt eigentlich viel zu nett für diesen Mann, als dieser Mann, der dir das angetan hat, als der gestorben ist. Ganz ehrlich, war da eine Erleichterung bei dir? Ja, ich habe echt, als mir das gesagt wurde, meine Mutter hatte mir das mitgeteilt. Ich habe erstens Erleichterung in mir gefühlt. Also meine Mutter hat es mir per Telefon gesagt, als dann wir aufgehört hatten zu telefonieren. Ich war in diesem Moment, glaube ich, der glücklichste Mensch, den es gegeben hat. Das glaube ich. Und da hast du auch alles Recht, der Welt so zu empfinden, als der gestorben ist. Ja. Pass mal auf. Und ich hatte auch zu meiner Mutter gesagt, wenn ich zur Beerdigung kommen sollte, das Einzige, was ich machen werde, ist da drauf spucken. Mehr werde ich nicht tun. Bist du zur Beerdigung gegangen? Nein. So, Nicole, jetzt sage ich nochmal, dass ich das sehr mutig und sehr toll und richtig von dir finde, dass du hier angerufen hast. Ja. Weil ich glaube, dass du noch so verletzt bist und so leidest unter all dem, was passiert ist, dass dringend was passieren muss. Ganz dringend. Und ich glaube, das war jetzt hier der erste Schritt, dass du hier heute dich gemeldet hast bei mir. Ich möchte jetzt, dass wir hier in der Öffentlichkeit aufhören, miteinander zu reden. Ja. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin redest, mit der Elke. Und die Elke wird dir genau sagen und erklären, was du unbedingt tun solltest jetzt in der nächsten Zeit. Denn du brauchst jetzt Hilfe. Du brauchst Hilfe von außen, von Leuten, die sich damit auskennen, was dir angetan worden ist. Ja. Damit du wieder einigermaßen ins Gleichgewicht kommst mit deinem Leben und damit du auch vielleicht fähig sein wirst, irgendwann auch mal Spaß an Erotik und Sexualität zu finden. Ja. Ne? Du legst es auf. Okay. Und meine Psychologin, die Elke, sehr nette Frau, die ruft dich gleich an und dann könnt ihr richtig in Ruhe nochmal reden und du hörst genau zu, was die Elke dir rät. Okay? Ja, mach ich. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke. Und Domian, deine Sendung ist echt 1A. Ich danke dir herzlich. Das freut mich, dass du das sagst. Tschüss, Nicole. Okay, ciao. Gegen meinen Willen heißt das Thema heute Nacht. Und jetzt hat angerufen und bei mir in der Leitung hier gespeichert, ist Sandra, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sandra. Was ist bei dir in deinem Leben gegen deinen Willen passiert? Es ist im Moment aktuell, ich soll eine Anzeige gegen meinen Halbbruder zurücknehmen. Es ist Folgendes passiert, Dienstagabend, wir wohnen in einem Haus, ich wohne hinten im Anbau, war ich bei meinem Bruder oben, das ist ein Halbbruder, wollte dort ich bin alleinstehend, alleinerziehend, meine Tochter ist 20 Monate, ab nächstes Jahr möchte ich wieder arbeiten und ich wollte eine Bewerbung mehr drucken und ich war da oben und auf einmal geht da ein Streit los, dass ich zurzeit ein Sozialschmarotzer bin und noch nie arbeiten wollte. Und sagt der Halbbruder zu dir? Ja. Dazu, ich bin eine gelernte Fachkraft, also insofern, ich habe eine Lehre, ich habe einen Realschulabschluss, ich habe was gelernt. Fing der Streit einfach so aus heiterem Himmel an mit dieser Thematik? Ja, es kamen dumme Sprüche und im Nachhinein hätte ich eigentlich sagen sollen, ja, du hast recht. Und mir geht's gut dabei, aber wie es dann so ist, sagt man. Ja. Es wurde dann immer lauter. Meine Tochter von 20 Monaten fing dann langsam auch an zu weinen. Ich bin dann aufgestanden. Nee, es ging dann, ich wollte meine Mappe mit Sozialversicherungsnachweisen hochholen, um ihm zu zeigen, wann ich, wie lange bis jetzt gearbeitet habe.
Dann habe ich meine Tochter auf den Arm genommen, weil ich dann eigentlich auch gehen wollte. Und dann stand er auch auf. Es fing weiter Geschreie an, weil ich dachte, ich wäre ja wohl mittlerweile, ich wäre alleinerziehend und würde allein ein Kind großziehen. Mhm. Daraufhin, er ist geschieden, hat Sorgerecht für seinen 11-jährigen Sohn. Mhm. Meinte er, dass er wohl viel mehr bis jetzt getan hatte, aber er war verheiratet, bis das Kind, weiß ich nicht. Also, es war ein Streit, es ging einfach um dieses Geld, was du angeblich schmarotzt vom Staat. Das war der Hauptinhalt des Streites. Ja, und dass er der einzige Sohn ist auf der Welt, der arbeitet und weiß ich nicht. Wie ist denn euer Verhältnis vorher gewesen? War das normal, okay? Es kommt schon öfter. Ich habe vor Jahren, hat er mir vor Wut ein Loch in die Tür gehauen. Eine Auseinandersetzung. Also kein rosiges Verhältnis. Er flippt ab und zu aus. Ja. Das letzte Mal war bei der Fußball-Weltmeisterschaft, das war bei meiner Mutter. Mhm. Da stand er also mit seiner Nase vor meiner Nase und war kurz davor, mir eine zu scheuern. Es ging dann los, die Lebensgefährtin von... Okay, lassen wir den Fall nicht vertiefen. Ich mag schon, dass es kein inniges Verhältnis ist. Jetzt erzähl mir das mit der Anzeige. Was ist da mit der Anzeige? Ja, passiert, also die Lebensgefährtin von meinem Bruder wollte mir meine Tochter vom Arm nehmen. Jetzt am Dienstag? Ja, worauf ich ihr die Hand so von meinem Arm schüttelte, also schlug, als wenn man also auch eine Wespe oder eine Fliege wegschüttelt. Das war mein Bruder, darauf kriegte ich eine gedonkt. Ich hatte in der Zeit immer noch meine Tochter auf dem Arm. Also gedonkt heißt ja, dein Bruder hat ja eine gescheuert. Ja. Ins Gesicht. Ja. Ich habe meine Tochter immer noch auf dem Arm gehabt, habe mich aber gewehrt. Irgendwann zwischen dem Gerangel kam die Lebensgefährtin, riss mir meine Tochter vom Arm, rannte mit der in die Küche. Ich wollte hinterher, wurde festgehalten. Ich habe noch um mich geschlagen, habe wohl auch noch irgendwelche Gegenstände in die Hand gekriegt. Im Endeffekt habe ich dann auf dem Boden auf dem Bauch gelegen. Mir wurden die Arme auf dem Rücken gedreht und der Kopf nach unten, als wenn ich also im Polizeigriff. Bis ich dann endlich los war, bin ich mit meiner Tochter runter zu mir in die Wohnung. Das war alles in der Wohnung deines Halbbruders? Ja. Kurze Zeit später stand er in meiner Wohnung, weil ich ihm sagte, er soll mir die Sachen runterschmeißen, weil die Jacke von meiner Tochter noch oben war und so. Er stand aber dann hier in der Wohnung, ist nach mehrmaligen Auffordern nicht gegangen. Aus Angst hatte ich dann die Polizei gerufen. Er schrie hier noch rum und ich sollte doch die Polizei rufen, worauf ich sagte, das habe ich gerade bereits schon getan. Gut, also ich habe es verstanden, dass da eine große Auseinandersetzung stattgefunden hat zwischen euch beiden. Die Polizei war da und dann habe ich also die Anzeige gemacht. Du hast ihn angezeigt. Du hast ihn angezeigt wegen Körperverletzung oder... wie man das auch immer als nennen mag, was er dir getan hat. So, wo ist jetzt der Zwang und wo ist der Druck? Meine Mutter möchte, dass ich die Anzeige zurücknehme. Deine Mutter möchte das? Warum möchte deine Mutter das? Ja, weil es ist der einzigste Sohn und es ist in der Familie und es ist mega peinlich. Und nur ich sehe es irgendwo nicht ein, weil er droht mir jetzt mit dem Jugendamt. Er ist hier nicht hingekommen, sich zu entschuldigen. Und mir sind die Wohnverhältnisse nicht so ganz klar. Es ist ein Mietshaus. Es ist ein Mietshaus, achso. Ja, ja. Wohnt deine Mutter auch mit in dem Mietshaus? Nein, die wohnt ganz normal. Also du und dein Halbbruder, ihr wohnt quasi in dem gleichen Mietshaus? Ja. Quasi. Ich wohne hinten im Anbau und er wohnt in einem Haupthaus. Wäre es denn generell, abgesehen jetzt mal von der Anzeige, wäre es denn nicht generell klüger, wenn ihr euch nicht so grün seid, dass ihr da auseinanderzieht, dass da einer wegzieht, dass du wegziehst? Ja, ich habe jetzt beschlossen auszuziehen, nur eine größere Wohnung heißt auch mehr Kosten. Ja, die muss ja nicht größer sein, soll nur eine andere Wohnung sein. Ja, aber es ist meist auch mit Kosten verbunden und ich habe hier eigentlich ganz gut gewohnt. Klar, es ist immer mit Kosten verbunden, aber ich denke, wenn irgend sowas so verfahren ist, sollte man vielleicht dann in den sauren Apfel beißen für des lieben Friedens willen. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht, es geht um die Anzeige. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Meine Mutter war dann nachher noch hier und hat meine Tochter aufgepasst, weil ich zum Arzt gefahren bin. Und ich habe ein mittleres Schleudertrauma, weil ich rechts einen auf den Kopf gekriegt habe. Ich habe links einen blauen Fleck am Kinn. Nur gestern sagte sie dann wieder, ich sollte sie doch wieder zurücknehmen, die Anzeige. Und da habe ich dann meine Mutter gefragt, wieso sie meinen Bruder nicht mal fragt oder meinen Halbbruder, ob er noch ganz dicht ist. Okay, Sandra, meine Frage war gewesen, wie dein Verhältnis zu deiner Mutter eigentlich ist. Eigentlich gut. Eigentlich gut. Ja. Und das Verhältnis zwischen der Mutter und deinem Stiefbruder ist eigentlich auch gut. Ja. Ja.
Also ich muss ja sagen, wenn das alles so stimmt, wie du es mir gerade erzählt hast, was da vorgefallen ist, würde ich die Anzeige nicht zurückziehen. Mhm. Ich würde sie nicht zurückziehen. Es war bei dem kurz nach der WM der Vorfall, wo er so vor mir stand und kurz davor war, um sich zu schlagen, da hat meine Mutter auch Partei für mich ergriffen und da hat er sich dann also eine ganze Zeit lang bei ihr nicht geblicken lassen und nicht mit ihr geredet. Und das hat sich jetzt wieder normalisiert und jetzt ist sie natürlich auch in der Zwickmühle. Ich meine, eine ganz andere Sache wäre ja gewesen, wenn er danach zu dir gekommen wäre. Und sich entschuldigt. Ja, hätte ich gesagt, pass auf, ich bin durchgedreht. Entschuldige bitte, dass es so gekommen ist. Lass uns Frieden schließen, lass uns irgendwie, ne? Dann wäre es ein anderer Fall. Dann würde ich auch sagen, komm, Sandra Schwamm drüber. Ja. Aber so finde ich schon, dass man das durchziehen sollte. Obwohl ich schon kapiere, dass die ganze Familie jetzt in Verspannung gerät. Aber die ist ja sowieso in Verspannung, nachdem was passiert ist. Ja, vor allen Dingen, er behauptet ja, ich hätte ihn angegriffen und er hätte sich nur verteidigt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ist das ein Argument? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das berechtigt ihn auch nicht dazu, das zu machen. Weißt du, andererseits muss man ja auch überlegen, um auch die eigenen Nerven zu schonen. Denn du leidest ja auch darunter. Auch wenn eine Anzeige jetzt anläuft, da müssen Aussagen gemacht werden, da kommen tausend Sachen auf dich zu. Ob du dir das selbst antun willst. Rein so von der Sachlage her würde ich sagen, okay, zieh es durch. Aber andererseits ist es wirklich immer so ein Vabon-Spiel, dass man denkt, bist du noch da? Ja. Weinst du? Entschuldigung. Macht gar nichts. Das kommt jetzt alles nochmal hoch, was passiert ist, oder? Ja. Mhm. Mhm. Zeig ihn an. Halt, zieh's durch und versuche wirklich irgendwie, wenn es auch kompliziert ist und ein bisschen mehr Geld kostet, da aus dem Haus rauszukommen, damit du dir nicht mehr siehst. Damit ihr euch wirklich aus dem Weg gehen könnt. Ich glaube, das ist immer die beste Lösung überhaupt. Ja. Wenn er so etwas gemacht hat mit dir, gehört er auch bestraft. Und es ist auch gut, wenn er dann in Schwierigkeiten jetzt gerät. Finde ich schon. Obwohl, ja, es kommt eh noch dann einiges auf mich zu, weil die Lebenspartnerin, ich war heute bei der Polizei und habe gefragt, wie das ist mit dem Zurücknehmen. Mhm. Auch weil mir sagte, das könnte ich jederzeit noch. Mhm. Er hat seine Lebenspartnerin als Zeuge angegeben und seinen 11-jährigen Sohn. Mhm. So, ich habe ja die Attests vom Arzt und einerseits denke ich, dass ich es drauf ankommen lassen möchte. Mhm. Du möchtest das durchziehen. Ich kann das irgendwie verstehen. Mensch, Sandra, jetzt bist du auch so angeschlagen und so traurig. Ich will dich jetzt gar nicht, ich habe ganz schlechtes Gewissen, dich jetzt alleine zu lassen. Deswegen möchte ich dir auch sehr gerne anbieten, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Das heißt, meine Psychologin ruft dich nochmal an. Das mit dem Schlag wäre irgendwo... Bitte? Ich sag, was wird die da sogar so beschissen? Ich habe dich nicht verstanden. Ich sag, nach sowas fühlt man sich so beschissen. Mm. Und vor allem, wie ich da auf dem Boden lag und mich nicht wehren konnte. Mm. Das ist sehr, sehr erniedrigend und sehr verletzend. Sehr verletzlich. Ich kann es gut nachvollziehen. Und andererseits ist dann da eine Mutter, die sagt, kannst du das nicht rückgängig machen? Hm. Pass auf, Sandra. Wir brechen es mal ab hier. Ja. Du legst auf und sobald die Elke, ich weiß nicht, ob sie noch mit Nicole redet, frei ist, ruft sie dich gleich an. Okay? Ja, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tanja, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Tanja. Was ist es bei dir? Ja, ich habe mit 16 Jahren gegen meinen Willen geheiratet. Mit 16 Jahren gegen deinen Willen? Wer hat dich dazu gezwungen? Ja, meine Familie. Mhm. Wie kam das denn? Erzähl mal. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt schwanger und die wollten eben nicht, dass sein uneheliches Kind zur Welt kommt. Das gibt es heute auch immer noch, ne, sowas. Ja, das wäre früher eher so gang und gäbe, aber heute hört man das auch manchmal noch. Mhm. Mhm. Wie alt war dein Freund damals? Etwas älter, 32 Jahre. Etwas älter ist gut. Er war 32 und du warst 16. Genau. Und du warst schwanger von ihm. Wie lange warst du mit ihm da vorher zusammen gewesen? Wir waren anderthalb Jahre zusammen. So lange?
Das heißt, du warst 14,5, als das angefangen hat? Ja, 15 so. Und er war schon 30-jähriger Mann? Ja. Ist ja auch schon eine sonderbare Beziehung, finde ich. Ja, das stimmt. Mhm. Deine Eltern kannten den Mann, dass der erheblich älter war als du? Ja, die kannten ihn. Aber ich habe immer damals das Alter jünger gemacht, weil er sah auch nicht so alt aus, wie er ist, wie er war oder ist so. Ja. Habe ich immer zu meinen Eltern und zu meiner Großmutter gesagt, er wäre 25 und so. So, dann warst du irgendwann schwanger und hast es zu Hause gebeichtet. Und da war die sofortige Reaktion deiner Eltern, das geht so nicht, dann musst du heiraten. Ja. Sofort. Sie haben zu mir gesagt, entweder treibst du das Kind ab oder du heiratest. Hm. Und eine Abtreibung kam für mich absolut gar nicht in Frage. Ja. Aber du wolltest eigentlich auch noch nicht heiraten wahrscheinlich, ne? Nein, das wollte ich auch nicht. Aber du wolltest es. War der Widerwille damals sehr groß? Ja, der war sehr groß, nur irgendwie hatte ich keine Chance. Ich stand unter einem Druck von allen Seiten. Wie hat denn dann dein Freund, der nun ein erwachsener Mann war, darauf reagiert? Hat der sich gleich damit abgefunden und zurechtgefunden? Ja, sicher. Ihm hat es gefallen. Also ihm hat es gefallen? Es hätte ja sein können, dass der gesagt hätte, nee, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Nee, sodass ihr dann relativ schnell geheiratet habt? Ja. Wie schnell du hast deinen Eltern gesagt, hier, ich bin schwanger. Und wie viele Wochen oder Monate vergingen, bis du dann verheiratet warst? Also im Juli wurde entschieden, dass ich heiraten soll. Mhm. Und dann, also mit 16 muss man erst das Jugendamt befragen, dann machen die ein Gutachten, dann muss man vors Jugendgericht, das dauert nun mal seine Zeit, so 3-4 Monate. Ja. Dann habe ich am 19. Februar geheiratet und am 24. ist mein Sohn geboren. Ah ja, also es hat ein gutes halbes Jahr dann noch gedauert, ja, bis du dann verheiratet warst. Nun ist ja das Heiraten, wenn man sich verheiratet, ja was Besonderes, eigentlich ein Fest der Freude. Wo man es sich besonders schön macht und wo alles so besonders hergerichtet wird. Wie hast du dich gefühlt bei der Heirat? Ich habe meinen Mann schon geliebt zu dem Zeitpunkt. Nur ich wollte eben nicht heiraten. Mhm. Das heißt, also so ganz schlimm war es dann auch nicht für dich, war zwiespältig. Zwiespältig. Also du bist auf keinen Fall so richtig mit Freude dahin gegangen und mit Jauchzen und Trompeten, also so nicht. Ja, ich bin auch eher in Trauerkleidung hingegangen. Was hast du angehabt? Ich habe eine schwarze Hose und eine schwarze Bluse angehabt. Ehrlich? In Schwarz? Mhm. Also zum Standesamt? Ja. Habt ihr auch kirchlich geheiratet? Nein. Das nicht. So, Wir haben auch keine große Feier gemacht. Mhm. Du hast gerade schon ein paar Mal so am Rande gesagt, du bist immer noch mit diesem Mann verheiratet. Ja, wir leben seit 1,5 Jahren in Scheidung. Mhm. Das heißt, nach relativ kurzer Zeit, kann man sagen, nach ein paar Jahren, 2-3 Jahren, hat es sich herausgestellt, dass ihr dann doch nicht so füreinander geschaffen wart. Ja, genau. Was war der Hauptgrund, weswegen die Ehe kaputt gegangen ist? Ja, der Hauptgrund war die Alkoholabhängigkeit meines Mannes. Mhm. Nun bist du heute eine 20-jährige junge Frau. Wie stehst du heute deinen Eltern und der Familie gegenüber? Hast du Wut auf die, dass die dich damals gezwungen haben, gegen deinen Willen zu heiraten? Ja, auf eine Art schon. Ich habe zwar Kontakt mit denen, aber nicht mehr so stark. Aber ich habe das Gefühl, dass sie das auch bereuen, dass sie das getan haben. Mhm. Wurde mal irgendwann offen darüber geredet? Nein. Mhm. Du hast ja ein Kind. Ja. Ja. Könntest du dir vorstellen, ist das denn ein Mädel oder ein Junge? Ein Junge. Ein Junge. Könntest du dir vorstellen, irgendwann auch mal so rigide in das Leben deines Jungen hineinzureagieren? Niemals. Nie, ne? Wenn man das einmal selbst erlebt hat, glaube ich, dann sagt man niemals, ne? Nee, niemals. Ja. Du hast keinen Kontakt mehr zu den Eltern oder wenig Kontakt? Ja, wenig. Eigentlich wäre es ja auch schön, wenn du den Eindruck hast, dass denen das auch ein bisschen leid tut. Mhm. Oder dass die es auch kritisch sehen heute, dass die sich mal entschuldigen würden, ne? Wäre ja eigentlich eine ordentliche Geste, finde ich. Ja, auf eine Art schon. Ja. Aber da glaubst du nicht so dran, dass die das machen? Nee, das würden die, glaube ich, niemals machen. Ja. Die sind so seltsam eingestellt, so vom 30. Jahrhundert oder sowas. Also, ich finde das auch eine sehr schlimme Sache, wenn man sagt, wenn man einem 16-jährigen Mädchen sagt, hier entweder abtreiben oder heiraten, das ist Gewalt pur, finde ich, seelische Gewalt pur, die man dem jungen Mädchen antut. Das ist jetzt Vergangenheit.
du hast daraus gelernt, dass du nie in derartiger Weise dein Kind erziehen wirst und dich verhalten wirst deinem Kind gegenüber. Nein, absolut nicht. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Okay, danke. Tschüss, Tanja. Jo, tschüss. Oliver, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Oliver. Ja. Guten Morgen. Morgen. Gegen meinen Willen heißt die Sendung. Ja, richtig, richtig. Also, es geht darum, ich lebe mit jemandem zusammen, mein Vermieter und gleichzeitig Mitbewohner, 43, arbeitslos, wie ich. Also, am Anfang, als ich eingezogen bin, hieß es, ja, wenn du hier einziehst, wir machen alles zusammen, sauber machen, spülen, essen und. Also, alles in einem Topf mit dem Geld. Ja, und ist das eine WG? Ist das eine Wohnung, wo er dich reingeholt hat? Ja, das ist sozusagen seine Wohnung, also Eigentum. Ja. Jetzt zum 1.1. oder 1.2. müsste er auch wohl raus, weil er die Raten davon nicht zahlt. Verstehe. Mhm. So habe ich das also auch von meinen Eltern mitgekriegt, die wohnen hier auch im Haus. Ja. Und also abgemacht wurde von Anfang an, dass wöchentlich 50 bis 100 Euro in der Woche jeder dazu tut, um halt Lebensmittel einzukaufen. Mhm. So, dem hinzu kommt, dass ich damals drogenabhängig war. Mhm. Dann meinte er, okay, alles klar, Einzug kein Thema, aber unter den Voraussetzungen, dass ich halt keine Drogen mehr konsumiere. Mhm. Sprich Heroin, Kokain, etc. Ist es so gekommen? Ja, aber das hat er wohl nicht mitgekriegt, sag ich mal. Ne? Wie, hat er nicht mitgekriegt? Also, du hast dann doch welche genommen, oder was? Ja, ja, klar. Du hast welche genommen? Ja, ja. Aber er hat es nicht mitgekriegt. Also ich bin in Haft gewesen für kurze Zeit, kam wieder raus, hatte dann ein neues Verfahren am Laufen und ich meine, ich wollte eigentlich mit den ganzen Verfahrenssachen abschließen und halt neues Leben anfangen. Ja. Was passiert jetzt oder ist passiert gegen deinen Willen? Ja, es ist so, also er macht gar nichts. Er duscht nicht mal, sag ich mal. Er spült nicht, er macht kein Essen, tut nicht mal, sag ich mal, Geld dazu zum Einkaufen. Und ich, ja, also er ist wohl spielsüchtig und Alkoholiker, sag ich mal. Ja. Unregelmäßiger Alkoholiker. Also wenn da ist, kriegt er auch kein Ende. Und das auch des Öfteren. Mhm. So, was ist das gegen deinen Willen? Das heißt, du ziehst ihn jetzt quasi damit durch, oder wie? Ja, erstens das. Zweitens muss ich seine Sachen mit sauber machen. Ja. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, er sollte das mitmachen. Ja. Stellt er sich quer, schließt sich im Zimmer ein und blockt ab, ne? Dann, wie viel Miete zahlst du da im Monat? 220 ungefähr. 220 also, Euro? Ja. Euro. Und hinzu kommt dann noch Essensgeld? Ja, klar. Also ich muss da noch Essen zahlen. Frage ich mich natürlich jetzt sofort, wie lange läuft das jetzt schon so? Anfang Mai. Seit Anfang Mai. Warum du das mitmachst und dir nicht irgendwie eine andere Unterkunft suchst? Ja, das ist ziemlich schwer. Also ich habe jetzt schon oft, also während der Monate, ne, also am Anfang lief es ja den ersten Monat, nur sprich dann fing es eben an halt zu schlören. Wann bist du genau eingezogen da? Ja, 1. oder 7. Mai so, diesen Jahres. Ach so, also dann ist es ja wirklich, hat es ja wirklich gar überhaupt nicht lange gut gegangen. Nein, nein, nein. Nein. Ja. Also ich bin mehr so ein pingeliger Typ, ich muss es sauber haben. Ja. Das sprich, wenn 2, 3 Zigaretten im Aschenbecher liegen, dass ich schon aufstehe. Ist dir das denn nicht vorher schon aufgefallen? Du hast das doch dir angeguckt. Und wenn deine Eltern in dem Haus wohnen, dann kanntet ihr den Typ doch auch. Ja, also meine Eltern kannten den wohl, nur die sagten, der ist jetzt arbeitslos und lässt sich halt so ein bisschen gehen, aber... Okay, und du hast es auch nicht gesehen vorher, du hast dir das ja angeschaut, nein, nein. Das ist dir nicht aufgefallen. Nein, wieso, nein. Kannst du nicht zu deinen Eltern vorübergehend ziehen? Das war ja erst so, auch jetzt vor kurzem vereinbart, nur weil ich ja jetzt mich drauf über aufgeregt habe, jeden Monat so viel zu zahlen, ne? Also das sind 200 Euro im Monat, die für ihn mit draufgehen, also 150... Ja, deswegen frage ich mich, warum du das mitmachst, dass du nicht so... Es war angeboten, ich wollte es auch durchziehen, sprich innerhalb von einer Woche hoch oder so. Dann habe ich mich derart aufgeregt wegen dem Geld, weil da so viel drauf ging und nicht mal ein Dankeschön oder etwas zurückkam. Ja, aber das darf doch nicht der Grund sein, noch länger da zu bleiben, nur weil du dich aufregst, weil das nicht, das nicht, das nicht, das auf jeden Fall nicht. Nur, ich habe ihn dann darauf angesprochen und ja, er ist wieder quergestellt. Dann war ich bei meinen Eltern, er kam hoch und hat da riesen Theater gemacht. Ne? Und also ich bin einer so,
wenn mir was endgültig gegen den Strich geht, auf längerer Basis, Zeit, dann raste ich, sag ich mal, aus, aber ich unterdrücke immer noch meine Gewalt. Ich bin öfters vorbestraft mit Gewalt. Ja, du sollst auch deine Gewalt unterdrücken, du solltest aber eine Konsequenz ziehen und so schnell wie möglich herausziehen. Ja, das mache ich ja, will ich ja auch. Mhm. Nur, weil ich ihm dann halt eine getafelt habe, sag ich mal, ich habe ihn geschlagen, vor meiner Mutter und das gefiel ihr nicht. Also sie sagte, ich habe mich doch nicht geändert und so. Hier ist erstmal die Tür zu. Achso, und deshalb darfst du nicht zu deinen Eltern ziehen. Ja, das ist der Grund. Du arbeitest nichts. Nein. Hast du was gelernt? Ich habe Pflasterer angelernt. Ich wollte das auch nach meiner Therapie. Ich fange jetzt schleunigst eine Therapie an. Ich habe nächste Woche Vorstellungsgespräch. Ja. Ja. Nach meiner Therapie will ich auf jeden Fall dann, also das geht ein halbes Jahr. Gut, dann Mitte nächstes Jahr. Ja. Dann fange ich eine Ausbildung neu an. Ne? Das heißt, es könnte sein, hoffen wir, dass du dann auch eine Ausbildung, eine Arbeit findest. Das, Oliver, unangenehme Situation, kann aber passieren, dass man in sowas reinschlittert, damit du dich nicht noch mehr ärgerst und nicht noch mehr solche Sachen passieren, wie du gerade beschrieben hast und da rückfällig wirst, so schnell wie möglich weg. Ja, ich weiß auch nicht wie, ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, dennoch gibt es keine Alternative dazu, ne? Raus. Ja, und ich wünsche dir, dass du schnell was findest. Der Schwerpunkt ist Sozialhilfe, dann bin ich jetzt noch drauf und dran mit Bewährung und Drogentherapie, ne? Also ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Also es liegen eine ganze Menge vor dir, aber du machst es ja, das ist schon mal ganz gut. Ja, klar. So, und wenn das dann noch dann klappt mit der Berufsausbildung, wäre alles wunderbar. Aber du musst da raus und ich wünsche dir, dass du bald eine ordentliche Unterkunft findest. Ja, gut. Alles Gute. Ja, darf ich noch ganz kurz jemanden grüßen? Ja, aber ganz schnell und ganz kurz. Ja, den Rabbi aus meinem Haus, sozusagen, der ist halt mein bester Kollege, sag ich mal. Alles klar. Ja? Tschüss, Oliver. Deine Sendung ist Tüfte. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Wen haben wir hier? Silvia, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Silvia. Hallo. Was musst du oder hast du gemacht gegen deinen Willen? Ich wurde damals, also vor 3 Monaten, vergewaltigt. Vor 3 Monaten? Ja. Was ist da genau passiert? Also, ein super guter Freund von mir hatte mich angerufen, ob er vorbeikommen könnte. Und ich kenne ihn schon Ewigkeiten, schon seit 10 Jahren. Und da habe ich natürlich gesagt, klar, komm. Aber so ein rein platonischer Freund? Ja, auf jeden Fall, weil eigentlich bin ich auch lesbisch. Und klar, platonischer Freund, er ist dann vorbeigekommen. Dann haben wir uns einen super witzigen Abend gemacht, auch ein bisschen was getrunken. Und war Wochenende und er hat bei mir geschlafen. Und wenn ich was getrunken habe, dann schlafe ich auch wie so ein Stein. Und dann bin ich irgendwann wach geworden und er lag dann über mir. Also wie wart ihr eingeschlafen? Du in deinem Bett und er hat irgendwo auf der Couch geschlafen oder im Schlafsack oder wie? Nee, wie gesagt, ich kenne ihn ja schon Ewigkeiten und wir haben öfter in einem Bett geschlafen. Achso, er hat sogar in deinem Bett geschlafen? Ja, weil ich habe ein riesengroßes Bett. Und gut, kann man als gute Freunde auch machen. Ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Deswegen, weil wir haben, wie gesagt, wir haben öfter schon in einem Bett geschlafen. Bisher ist nie irgendetwas passiert. Nein. Diesbezüglich. Nein, gar nicht. Es gab nie eine erotische Annäherung oder irgendwie was zwischen den Zeilen, woraus man deuten konnte, dass er scharf auf dich ist. Das nicht. Nein, eigentlich gar nicht, weil ich habe ihm auch von vornherein gesagt, dass ich überhaupt nichts will. Und es ist, wie gesagt, immer gut gegangen. So, jetzt stelle ich mir die Situation natürlich verrückt vor. Schlimm vor. Verrückt klingt noch zu harmlos. Du schläfst ein, bist besoffen wahrscheinlich, ne? Hast gut einen gepichelt. Ja, also ich war nicht sternhagelvoll, also... Aber ein bisschen angezwitschert. Gut angetrunken, doch. Gut. So, du schläfst ein, Tiefschlaf und plötzlich wirst du wach und da liegt der Typ auf dir. Ja. Und der liegt nicht nur auf dir, sondern er schläft mit dir. Ja. Was hast du da gemacht? Ja, ich habe versucht, ihn von mir runterzukriegen. Aber es hat irgendwie gar nicht geklappt. Also er war schon in dich eingedrungen. Ja. Wie ging es dann weiter? Hat er es dann wirklich zu Ende gemacht? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe alles versucht, aber weil er ist auch also so richtige Kante. Nur ich habe es nicht geschafft. Hast du gebrüllt? Hast du geschimpft? Hast du geweint? Ich habe alles. Ich habe geschrien. Ich habe geschlagen. Ich habe alles. Und er hat dich in den Armen festgehalten? Ja. Also richtig brachial festgehalten? Ja. Und dann, irgendwann war er fertig? Ja, dann hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen. Mitten in der Nacht? Ja. Wortlos? Vor 3 Tagen? Vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten. Hast du ihn seitdem gesehen nochmal? Nein.
Auch kein Telefonat, gar nichts? Gar nichts. Obwohl es ein Freund von dir ist, den du so viele Jahre schon kennst. Ja. Wie nah war denn euer Kontakt vorher eigentlich? Habt ihr euch jede Woche mal gesehen oder telefoniert oder wie? Also wir haben damals waren wir eigentlich jeden Tag zusammen. Wir waren in dem Sinne ein Herz und eine Seele. Mhm. Und dann bin ich weggezogen. Mhm. So um 60 Kilometer, das ist okay, eigentlich keine Entfernung, aber ja. Er arbeitet auch viel. Wir arbeiten beide viel. Ja. Und dann ist das ein bisschen eingeschlafen und dann eben nicht mehr so oft. Mhm. Aber es hört sich schon an wie so eine richtig gute, enge Kumpelbeziehung. Noch mehr als eine Kumpelbeziehung, ne? Ja, doch, war richtig. Hat er eine Freundin? Zu dem Zeitpunkt weiß ich es nicht, ich habe keine Ahnung. Mhm. Und er wusste, ihr wart auch so offen miteinander, er wusste auch, dass du eigentlich gar nicht auf Männer stehst, sondern eher zu den Mädels tendierst. Ja, das weiß er. Mhm. Jetzt ist er in der Nacht gegangen, nachdem dir diese Gewalt angetan wurde. Da warst du natürlich, da war alles beschwipst sein, war weg. Du warst wahrscheinlich stocknüchtern. Auf jeden Fall. Was hast du da gemacht? Ich stelle mir das so bedrückend vor. Da ist man allein in der Wohnung, jemand hat einem das angetan. Was tut man dann? Ich bin dann einfach nur noch duschen gegangen. Ich glaube, ich habe die Rest der Nacht unter der Dusche gesessen. Mhm. Kam dir da in den Sinn, die Polizei sofort anzurufen? Nein. Bis heute nicht? Mhm. Warum nicht? Weil ich damals auch missbraucht wurde, sexuell missbraucht wurde. Als Kind? Als Kind, ja. Mhm. Und da hatte ich schon eine Anzeige gemacht, oder meine Mutter. Mhm. Und das hat auch nichts gebracht, überhaupt nichts. Und Es ist aber wirklich auch eine entsetzliche Sache, dass jemand, der als Kind schon mal sowas erfahren hat, dann jetzt nochmal in sowas reingezogen wird und nochmal sowas erfahren muss. Ja. Wie gehst du jetzt damit um? Es sind 3 Monate her. Geht dir das viel durch den Kopf? Denkst du oft dran? Also während der Arbeit eigentlich gar nicht. Also ich lenke mich unheimlich viel ab. Aber wenn ich dann, sobald ich zu Hause bin, dann geht es natürlich rum hier. Ne? Also ich habe seit 3 Monaten auch nicht mehr in diesem Bett geschlafen. Für dich ist definitiv klar, das ist für dich entschieden, dass du ihn nicht anzeigen wirst. Ne? Das Nein. Nun kann es ja passieren, dass er dir irgendwann wieder über den Weg läuft. Er wohnt zwar ein bisschen weit weg, aber egal. Oder dass er vielleicht doch irgendwann mal anruft. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, wie du dich dann verhalten wirst? Ich denke, wenn er anrufen würde, ich würde sofort auflegen. Mhm. Ich hoffe, dass er keinen Schlüssel von deiner Wohnung hat. Nee. Mhm. Den hat keiner, den hab ich nicht. Hast du auch irgendwie Angst vor dem, dass der dir vielleicht nochmal auflauern könnte irgendwo? Oder traust du ihm das dann doch wiederum nicht zu? Das weiß ich nicht. Also ich bin schon vorsichtig. Ich gehe selten raus. Mhm. Ich bin eigentlich fast nur noch zu Hause. Und wenn ich rausgehe, nur noch in Begleitung. Mhm. Schlimme Sache, wenn das mit einem guten Freund passiert, sowas. Mhm. Der war auch besoffen. Aber das entschuldigt natürlich überhaupt gar nichts. Doch, der war auch betrunken. Ja, aber das entschuldigt ja nichts, gar nichts. Wenn man noch so zu ist, darf man ja so etwas nicht tun. Hast du denn überlegt, dir zumindest vielleicht so in einer ambulanten Aktion, sage ich mal, vielleicht für ein paar Stunden, dir irgendwo psychologischen Rat zu holen? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wäre aber vielleicht nicht schlecht. Ich finde es immer gut. Und wenn du den Eindruck hast, das bringt dir nichts, egal, dann kannst du es ja sein lassen, aber du hast den Versuch unternommen. Mhm. So trägst du es alles in dir alleine herum. Wem hast du es denn überhaupt erzählt bisher schon? Noch gar keinem, nur dir. Noch gar keinem. Auch keiner besten Freundin oder so? Nee, weil ich, ich habe nur noch eine riesengroße, dicke Mauer um mich rum und... Mhm. Aber, ja, Silvia, umso wichtiger, finde ich, wo du das jetzt auch noch so sagst, dass du Hilfe kriegst, dass dir jemand hilft, aus dieser Mauer herauszukommen, diese Mauer aufzubrechen. Finde ich schon. Du hast doch gar nichts zu verlieren. Gar nichts. Du hast nur zu gewinnen. Hm. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, das heißt meine Psychologin. Ist das okay? Ja, ist okay. Und dann kann die dir auch noch ein paar Ratschläge geben. Okay. Alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Carola ist jetzt bei mir, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Carola. Ich musste vor 4 Jahren meine Tochter obduzieren lassen, gegen meinen Willen eigentlich. Was genau war geschehen? Die ist gestorben im Krankenhaus.
Wie alt war sie? 9,5 Wochen. 9,5 Wochen? Ja. Hm. An was ist sie gestorben? Die Ärzte mussten ihren zentralen Venenkatheter legen über den rechten Arm, beziehungsweise über den linken. Und es ging ins rechte Herzkammer rein und die Spitze von dem zentralen Venenkatheter hat ein Loch in das linke Herzrohr gemacht. Und daran ist sie letztendlich gestorben. Das heißt, es war letztendlich ein sogenannter ärztlicher Kunstfehler? Ein Ärztefehler? Das heißt, wenn man das richtig gemacht hätte, wäre die Kleine am Leben geblieben. Ja. Dann hätte man ihr helfen können. Sie war schwach und krank, es war irgendwas. Ja, es war im 6. Monat musste sie zur Welt geholt werden mit Kaiserschnitt, weil ich eine Blutgruppenunverträglichkeit hatte. Da musste ich mir damals schon anhören, dass ich Glück gehabt hätte, meine Tochter wäre sowieso dem Tod gerade noch so von der Schippe gesprungen. Und dann später, wo sie gestorben war daran, da haben sie mir meine Kleine gegeben und hat mich dann auch gleich bedrängt, dass sie eine Obduktion machen möchten, weil sie unbedingt wissen wollten, woran sie gestorben ist. Da war noch nicht klar, dass die Ärzte letztendlich selbst dran schuld waren. Und du, aber in dem Moment wolltest nicht, dass das Mädel aufgemacht wird. Nein, für mich war in dem Sinne eigentlich klar, sie ist halt gestorben, sie hat es halt nicht mehr geschafft, weil sie halt auch nur 1040 Gramm gewogen hat und nur 37 Zentimeter groß war. Carola, wäre für dich diese Annahme einfacher gewesen, damit zu leben, als mit der Wahrheit zu leben? Ja. Für mich wäre es besser gewesen, wenn sie mich angelogen hätten. Ja. Das heißt also, die Ärzte haben auf dich massiven Druck ausgeübt, dass du... Im Krankenhaus schon, wo ich da gesessen hatte und meine Kleine auf dem Arm hatte, da haben sie das gleich gesagt. Das war eigentlich fast das Erste, was sie gesagt haben. Und da bin ich zwar aber dann aus dem Krankenhaus raus und hatte gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich bin nach Hause gegangen und einen Tag später, da riefen die halt nochmal an und sagten, ich sollte mir das überlegen und ich sollte das machen lassen. Und zu dem Zeitpunkt war dann noch eine Tante von mir da und meine Oma und die haben dann auch gesagt, ja komm, sei nicht so, mach das, besser ist es. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte es einfach nicht. Was war damals eigentlich der Grund? Du konntest ja gar nicht ahnen, was da rauskommt. Warum wolltest du das nicht? Ich wollte einfach nicht, dass meine Tochter aufschneidet. Was hat denn der Vater dazu gesagt, der Vater des Kindes? Der Vater, der hat, das ist eigentlich gar nicht reden. Er hat letztendlich nur noch gesagt, vielleicht ist es gut so, dass sie nicht überlebt hat. Oh Gott, aber du hast mit diesem Mann hoffentlich nicht... Und ich wollte sie auch schon von Anfang an abtreiben lassen. Hast du mit dem Mann damals zusammen gelebt noch, als das Kind? Nein, das nicht. Das hätte gestern wunderbar gepasst in deine Sendung, weil das so eine richtige Konflikte und beschissene Beziehung war. Lass uns mal noch weiterreden über die Obduktion. Alle haben dir Druck gemacht und du hast dann letztendlich gesagt, naja, okay, dann ja. Ich habe mich breitschlagen lassen, ja. Dann wurde das getan, dann wurde das gemacht und daraufhin haben die Ärzte dir gesagt, woran sie gestorben ist. Ja. Ist dann irgendwas eingeleitet worden? Hast du eine Anzeige erstattet? Ja, ich hab eine Anzeige gemacht, wo dann halt die betreffenden Ärzte zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Und glücklicherweise war die Taufpatin meiner Tochter auch Krankenschwesterin. Und die sagte auch zu mir, dass das hätte alles mit Führungsdraht gelegt werden müssen und so. Und später hatte ich dann auch einen Termin mit dem Oberarzt oder mit dem leitenden Arzt von der ganzen Klinik da. Und ich habe dem dann praktisch nur noch am Kopf geschmissen nach dem Gespräch oder in dem Gespräch, was wir hatten, was ich heimlich aufgezeichnet habe. Habe ich ihm an den Kopf geschmissen. Ja, dann tut's mir leid, ihm sagen zu müssen, dass sie mir mein Kind umgebracht haben. Und das Schlimmste bis heute ist für mich daran, dass er das Ganze mit Ja beantwortet hat und ich nichts machen kann.
Er hat mit Ja geantwortet? Ja. Weil er so wütend war auch in dem Moment. Nee, der saß da, hatte teils ein Grinsen auf dem Gesicht und so nach dem Motto, Sie sind ja noch jung, Sie kriegen ja sowieso noch mal ein Kind. Mhm. Und der hat uns dann auch die Röntgenbilder gesehen, der hat mir alles gesehen. Ist aus dieser Anzeige was geworden? Oder ist die... Nein, gar nicht. Die haben dann nochmal so ein Gutachten von irgendeinem medizinischen Institut da, von drei Ärzten da machen lassen. Und dann ist wahrscheinlich alles versickert irgendwie. Und der eine ist zu einem anderen Ergebnis gekommen wie der andere und der andere wieder zum anderen. Ja, wie man das aber letztendlich sind sie zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dass es halt notwendig gewesen wäre. Und dass das passieren kann wahrscheinlich. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast dieses Gespräch heimlich mit aufgezeichnet, als du bei diesem Chefarzt saßt. Ich durfte es aber nicht verwenden als Beweismaterial. Ah ja. Hast du die Aufzeichnung immer noch? Ja. Hast du deine Kleine danach, nachdem sie aufgeschnitten wurde, hast du sie nochmal gesehen? Ja. Ich hab, hat man sie denn würdig wieder von der Überführung vom Krankenhaus hier bei uns auf dem Friedhof, da hatte ich dann Gott sei Dank eine Freundin bei mir, die ist mitgegangen und in der Kapelle, da habe ich mir den Sarg aufmachen lassen und habe auch wirklich geguckt, ob es meine Tochter war. Weil du so voller Skepsis und so voller Skepsis warst. 4 Jahre her und so nah noch alles, ne? Ja, weil ich habe jetzt halt wieder einen Sohn und habe genau, also die gleichen Ängste, sage ich jetzt mal, in der ganzen Schwangerschaft durchgestanden und das war schlimm und wie ich die Anfangszeit zu Hause hatte, ich hätte mich aufhalten können. Ich finde ja auch so schlimm, wenn einem so etwas widerfährt. Das ist ja schon schlimm genug, dass das Kind gestorben ist. Und wenn man dann so unsensibel oder so brutal sogar von einem Arzt oder von den Ärzten behandelt wird, so wie du es gerade geschildert hast, macht es das Ganze ja noch um ein Vielfaches schlimmer. Ja. Es ist schon... bitte? Ich war auch da so richtig fix und fertig. Und das alles in der Klinik gewesen und ich konnte einfach nicht mehr. Und dann bin ich praktisch ohne richtigen Trauern, auch gegen meinen Willen, aber auch die Trauer zu verarbeiten, wieder arbeiten gegangen. Hast du dann die Beerdigung so in dem Sinne gestaltet, wie du es wolltest, oder waren da auch wieder andere Leute, die da ihre Interessen durchgesetzt haben? Ja, ich habe also so dann gesagt, so wie ich das eigentlich haben wollte. Und es ging auch letztendlich alles glatt. Meine Mutter ist gekommen und meine Schwester, die damals selber hochschwanger war. Und auf der Beerdigung ist dann von irgendjemand der Spruch gefallen, Gott sei Dank ist sie weg. Gott sei Dank ist sie weg? Ja. Aber wer sagt denn sowas? Ich weiß es nicht. Damals haben sie mir gesagt, dass es meine Oma war, aber die hat alles abgestritten. Sie hätte das niemals gesagt. Während der Beerdigung sagt jemand so einen Satz? Ja. Den hast du aber persönlich nicht gehört? Nein, mir wurde es nur zu Augen getragen, dass dieser Satz gefallen ist. Gott sei Dank ist sie weg oder Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. So, das sind schlimme Sachen, die da vor 4 Jahren passiert sind. Aber du hast mir gerade... in einem Nebensatz gesagt, dass du jetzt wieder ein Kind hast. Ja. Und dass alles in Ordnung ist. Ja, der ist kerngesund. Und das ist ja ein Grund zur Freude und auch ein Grund, so in die Gegenwart zu gucken oder auch nach vorne zu gucken. Damit will ich das nicht kleiner machen, was dir passiert ist. Das ist verständlich, dass das sehr, sehr zu Herzen geht und auch nach vielen Jahren zu Herzen geht. Aber jetzt geht es ja darum, nach vorne zu gucken. Und freu dich und sei glücklich, dass du ein gesundes Kind hast und dass alles in Ordnung ist. Das bin ich auch. Liebe Carola, dann machen wir jetzt mal Schluss. Die Sendung ist auch gleich vorbei. Ja. Ich wünsche dir und deinem Kind alles Gute, deiner Familie. Dankeschön. Tschüss. Und auch weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung. Danke herzlich. Tschüss. Bitte, tschüss. So Freunde, das war's für heute. Unsere Sendung Gegen meinen Willen. In der Technik war Michael Jansen. Morgen sind wir wieder da, wie immer freitags mit einer freien Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema
über das ihr gerne mit mir reden wollt. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und um 0 Uhr könnt ihr mich schon erreichen. Das heißt, uns hier erreichen unter der bekannten Nummer 0800 5678 111. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.